Je mehr ich über das Thema Scanner-Persönlichkeit und auch ähnliche Begriffe wie Multipotentialität recherchierte, stolperte ich immer wieder über die Renaissance Soul. In deiner Kindheit und vielleicht auch heute noch hörst du immer wieder vielleicht dieselbe Frage: Was ist deine wahre Leidenschaft? Es ist eine Frage, die nie alt zu werden scheint und die sich viele von uns im Laufe der Zeit immer wieder stellen. Vielleicht hast du die Antwort auf diese Frage schon immer gewusst und wusstest als Kind bereits, du willst Arzt, Feuerwehrmann oder ein Anwalt werden. Was ist jetzt die Renaissance Soul? Wie in ihrem Buch Renaissance Soul – How to make your passions your life beschrieben, definiert Margaret Lobenstein Renaissance Souls als Menschen, deren Leidenschaft auf viele verschiedene Interessensgebiete nämlich verteilt ist. Sie halten nicht an einer Sache fest, sondern finden ständig neue Aktivitäten und Themenbereiche, in die sie stürzen können. Klingt wieder ähnlich wie bei den Scanner-Persönlichkeiten von Barbara Sher, oder? Naja, die Personen mit der Renaissance Soul erweitern gerne ihren Aktionsradius, anstatt ihren Fokus einzugrenzen, und konzentrieren sich auf das, was sie antreibt. Anstatt ihren Erfolg auszubauen, um der absolut Beste auf ihrem Gebiet zu werden, ziehen Renaissance Souls weiter, nämlich nachdem sie das Gefühl haben, ein bestimmtes Thema persönlich gemeistert zu haben. Und die Renaissance Souls werden vor allem mit einer sehr hohen Lernbereitschaft assoziiert. Das heißt, die mit diesem breiten Interesse, welches sie pflegen, in Verbindung gebracht werden. Neben Leonardo da Vinci zählt auch Benjamin Franklin zu den Renaissance Souls. Renaissance Souls vs. Mozarts. Die Renaissance Soul steht im Gegensatz zu den Mozarts, denjenigen, die sich auf ein bestimmtes Gebiet konzentriert haben und darin ein Meister geworden sind. Diese Menschen folgen vielleicht einem einzigen beruflichen Weg und erwerben auf diesem Weg immer mehr Fachwissen. Bestimmte Akademiker, Forscher, Künstler oder Wissenschaftler sind ein gutes Beispiel dafür. Unsere Kultur neigt dazu, Mozarts zu belohnen und ist etwas härter zu den Seelen der Renaissance. Das heißt, sprich das alte Dilemma, Spezialisten versus Generalisten. Anders als bei den Multipotentials, worüber ich bereits ein Video gemacht habe, ist die Renaissance Soul sehr ident mit den Scanner-Persönlichkeiten. Das heißt, mit einem etwas größeren Fokus auf die Wissbegierigkeit beim Ausüben ständig neuer Felder. Als was seht ihr euch? Scanner oder Renaissance Soul? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und wir können uns gerne darüber austauschen. Hier findet ihr zwei Videos, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden und die auf jeden Fall zu eurer Situation passen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Cheers. Euer Max Krossig.